Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben soeben, auf Wunsch der CDU-Fraktion, über meine Abberufung als Aufsichtsratsvorsitzende der IGA 2003 GmbH entschieden. Und nach der ersten Phase der IGA-Einwerbung habe ich diese Funktion seit nunmehr 9 Jahren inne gehabt. Und deshalb sei es mir auch erlaubt, einige Worte zu dem erwähnten und nunmehr erfüllten Ansinnen auszuführen. Das Bestreben des Aufsichtsrates, und ich spreche hier von 6 der 7 Mitglieder, war es, neben der rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung immer, sich sehr entschieden für die Weiterentwicklung des IGA-Geländes auf der Grundlage des Entwicklungskonzeptes einzusetzen. Wir haben uns dabei stets von den Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie ihrer bisherigen Beschlusslage hier in der Bürgerschaft leiten lassen. Wie nun sichtbar wurde, ist es in den von Ihnen zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes eingesetzten Arbeitsgremien das ganze Gegenteil zu den Intentionen des Entwicklungskonzeptes beabsichtigt. Ohne, meine Damen und Herren, bisher zumindest eine gegenüberstellende Prüfung vorzulegen. Ich möchte dazu im Einzelnen die versierten Darlegungen meines Aufsichtsratskollegen, ehemaligen Herrn Rother, hinsichtlich der Rückbauverteilung, Zerteilung des Geländes und weiterer Absichten des IGA-Ensembles ans Herz legen, die Sie vielleicht kennen. Die erwähnten Absichten gefährden aus Sicht des Aufsichtsrates nicht nur Ihre Beschlusslage hinsichtlich einer nachhaltigen Weiterentwicklung von Museum und Park als Einheit, sondern auch den Bestand der IGA-Gesellschaft als solche. Insofern war und ist es geradezu verpflichtende Aufgabe des Aufsichtsrates, auf diese Gefahren hinzuweisen. Täte er dies nicht, verfehlte er seine Pflichten. Mit Blick darauf bedauern wir und ganz besonders ich die Informations- und Kommunikationsdefizite der letzten Monate sehr, die, wie Sie wissen, entgegen Ihrer Beschlüsse durch Nichteinbeziehung auch die Ortsbeiräte und den Fachbeirat betreffen. Sie aber, meine Damen und Herren in der Bürgerschaft, sind die einzig zuständige Instanz, die einen neuen Weg durch mehrheitliche Veränderung der Beschlusslage legitimieren könnte. Hier und in Ihren Gremien wäre der Diskurs zeitnah zu führen und schon mit Blick auf die Planungssicherheit der Gesellschaft Klarheit zu schaffen. Genau das ist nach meiner gegenwärtigen Kenntnis aber erst beabsichtigt, wenn das Jahr sich dem Ende zuneigt. Unverändert, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, bin ich und sind wir der Auffassung, dass nur eine übergeordnete, für sich bereits attraktive Parklandschaft mit einem entsprechenden umfassenden touristischen maritimen Zentrum den angestrebten Zuwachs an Besuchern ermöglichen und einen lebendigen, blühenden Erholungsraum für den Nordwesten und für die Stadt schaffen wird. Oder um es mal mit Hermann Löhn zu sagen, zukünftig wird es nicht darauf ankommen, wo wir hinfahren können, sondern ob es sich lohnt, dort anzukommen. Dem kann man folgen oder auch nicht. Wir, die Befürworter des Projektes jedenfalls, wollten und sollten in Ihrem Auftrag entsprechend handeln. Und wir haben diesem Vertrauen auf Ihrem Rückhalt auch getan. Dennoch, ob nun mit mir bzw. jetzt ohne mich, möchten wir Ihnen mit auf den Weg geben, die eigentlich angestrebte Weiterentwicklung des IGA-Geländes nicht vorschnell aus den Augen zu verlieren. Das Entwicklungskonzept, meine Damen und Herren, hat jeden politischen Diskurs hier verdient. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nur einiges von dem, was in den letzten Tagen kolportiert und behauptet wurde, ist bis zu mir vorgedrungen. Und ich erspare es hier, Ihnen und mir, eine Kommentierung dazu abzugeben. Vielmehr möchte ich mich sehr persönlich und ungeachtet der unnötigen Anfeindungen Einzelner für die Gespräche, Diskussionen und so manche persönliche Ermutigung bedanken. Danke.